Ein Viertel der Tor haben wir jetzt raus. Gott sei Dank. Neigt sich das Ende. So, so, so. Jetzt noch 1, 2, 3, 4 Kunden. Jetzt ist es kurz vor 6. Wir werden jetzt mal die Chefin anrufen, weil die ist nämlich auch unterwegs. Die fährt meine Tour heute. Und hören wir mal, wie es der so geht. Jetzt wird bestimmt gleich große Gemaule anfangen, wobei die es heute eigentlich recht gut abgepasst hat. Moment. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Der gewünschte Teilnehmer ist nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Gut, dann wird sie wahrscheinlich irgendwo im Tal der Ahnungslosen gerade unterwegs sein. Was ja auch nie immer sonderlich schwer ist. Aber normalerweise bei den Kunden, was sie hatte, sollte sie schon fast fertig sein. Ja. Wir fahren jetzt zu einer Kundschaft. Das ist immer recht ätzend. Du fährst 20, 25 Minuten in eine Richtung. 2 Minuten ausladen, 25 Minuten wieder zurück. 20 Minuten. Je nachdem. Ob irgendwelche Schleicher unterwegs sind. Was jetzt näher ist, dass wir rasen. Aber wir fahren zügig zumindest. Ist einfach so, weil sich es halt auch anbietet aus Situation heraus, dass relativ wenig Verkehr ist. Natürlich immer mit einem wachsamen Auge zwecks des Wildes, was so unterwegs ist. Sagen, den Stress auch machst meine. Langsam kriege ich dann auch Hunger. Es wird echt Zeit, dass man mal irgendwann Zivilisation zurückkommt, weil hier sind wir ja sehr, sehr ländlich, kurz vor der tschechischen Grenze unterwegs. Also hier kommt immer ganz lange nichts. Hier hat auch in die Jungzeit noch nicht wirklich irgendwas offen. Mal in die Zivilisation kommt, mal einen Kaffee holen, Cappuccino oder sowas. Und vielleicht doch was Kleines zu beißen. Wobei ich eigentlich gern Frühstück tendiere daheim. Ich glaube, ich werde dann Semmeln holen und der Chefin daheim ganz in Ruhe frühstücken. Noch bestimmt 1-2 Stunden wieder schlafen. Ja. Mal gucken, was der Tag noch so bringt. Ja, momentan ist ja diese Übergangsfrist, diese Übergangszeit, sogenannte saure Gurkenzeit, so Ende des Jahres, Anfang des neuen Jahres, ist immer recht trüb. Jetzt werde ich dann nach und nach immer wieder ein bisschen was anderes fahren, weil ich meine Kollegen in Urlaub schicke. Dass die Kleine bis sie jeder mal 14 Tage so daheim ist. Damit sie mal ein bisschen abspannen können. Sich ein bisschen um ihre Familien kümmern können. Und dass wir dann gut erholt ins Frühjahrsgeschäft starten. Jetzt haben wir dann irgendwann demnächst, aber ich weiß noch nicht genau wann, mal wieder eine kleine Umzugsgeschichte zu fahren, so ein paar Möbel. Das ist immer ganz abwechslungsreich. Aber ich denke mal, da gibt es dann bestimmt auch ein paar Aufnahmen davon. Ja. Ich habe gar nichts gehört heute vom Commander. Er scheint noch zu schlafen. Er wird aber erst um 7, halb 8 anfangen. Filsi hat sich irgendwann gegen 1 mal gemeldet.
Da war auch gerade beim Schlafen gehen. Naja, wir rauchen erst mal auf den Stress. Mich wundert sehr, dass noch gar kein Shitstorm gekommen ist irgendwo. Der Chris raucht ja auch immer vor der Kamera, aber gelegentlich. Es sind gar keine militanten Nichtraucher, die sich gemeldet haben. Ich bin der Meinung, dass muss jeder für sich selber wissen, ob er raucht oder nicht raucht. Ich habe schon öfters darüber nachgedacht, aufzuhören, aber leider ist es in der Transportbranche auch gar nicht ganz so einfach. Das soll jetzt keine Ausrede sein, aber wenn man keinen wirklichen hundertprozentigen Motivation hat oder Hintergrund, dass man jetzt sagt, okay, man hat irgendwie Beschwerden, Asthma etc. pp. Oder keine Ahnung, ist jetzt gerade krank oder so und da bietet es sich an oder Frau schwanger oder irgendwas. Das ist einfach so relativ schwierig. Meine ganzen Kollegen rauchen alle, Frau raucht. So ziemlich jeder in der Transportbranche oder überwiegend rauchen. Das ist schon sehr, sehr blöd. Das ist blöd, aber da ist die Versuchung dann doch groß wieder nachzugeben und sagen, ah, scheiß drauf, gib mal Zigarette her. Schwierig. Ich glaube, ich bin da auch im Kopf noch nie bereit dazu. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Sei es drum. Kinder, aufpassen, nicht rauchen, das ist ganz, ganz scheiße. Wenn ihr einmal damit angefangen habt, ganz schlecht. So, ich bin jetzt eine Runde tanken. Es ist Sonntag, gleich geht's wieder los auf Linie nach Jena. Oh, schon voll. Oh, ja, ich werde gleich erstmal laden. Sorry, habe gerade fertig getankt. Hab mir noch einen Rockstar geholt. Jetzt geht's laden. Und ich muss ja nicht gleich umfallen. Jetzt geht's laden und ja, wie immer, da kann ich eigentlich gar nicht filmen. Weil bei uns ist es normalerweise jetzt so ein Hochsicherheitstrakt. Weil wir auch ein paar Werte, ne, haben, die wir liefern. Bei uns wurde auch schon mal eingebrochen. Wir haben die neueste Alarmanlage jetzt drin. Wir haben zwar auch einen Wachmann, der gleichzeitig bei uns in der Firma wohnt. Aber es hilft dir alles nichts, wenn trotzdem eingebrochen worden ist und es gab einen immensen Schaden. Daher werde ich auch in nächster Zeit nie oder so gut wie gar nicht Details filmen, wie es bei uns aussieht und wie das abläuft mit dem Laden. Daher entschuldigt dafür schon mal. Ne? Egal, genug gelabert, ich gehe jetzt erstmal laden, okay? Bis später. Ich habe fertig geladen. Es ist scheiß Wetter. Es regnet wie die Sau. Naja. 19 Uhr komme ich in Jena an. Da hat dann oben maximal eine Stunde brauche ich dafür und dann fahre ich wieder zurück. Dann bin ich gegen Mitternacht wieder in Willig. Dann stelle ich mich bei uns auf dem Hof. Und dann penne ich bis morgen um 5:30 und dann kann ich abladen. Oh, ist das ein scheiß Wetter hier. So, jetzt gerade bin ich zum Beispiel auf der 44. Ich fahre heute wieder mal durchs Ruhrgebiet Richtung Kassel. Also ich fahre diesmal den Schlenker oben rum anstatt unten bei Gießen. Ich bin Gießen immer eine Weile gefahren, aber es zieht sich irgendwie immer. Die Kilometer sind dieselben. Die Zeit glaube ich auch. Aber ich weiß nicht, man hat so das Gefühl, dass sich unten bei Gießen rum, wenn man erstmal runterfahren muss, Westerwald, Sauerlandlinie und dann bei Gießen, dass sich das alles so ewig zieht. Und seitdem fahre ich seit neuestem immer über Kassel oben. Entschuldigung, oben rum über Kassel. Da fahre ich ab Kassel dann 70 Kilometer Landstraße und komme dann in Eisenach schon aus. Dann habe ich nur noch 110 Kilometer oder so, glaube ich, bis nach Jena. Das geht deutlich gefühlt fixer als unten durch Sauerland und Westerwald und Gießen und Schieß mich tot und Kirchheimer Dreieck. Irgendwie habe ich da gar keinen Bock mehr drauf. Deswegen fahre ich jetzt immer durchs Ruhrgebiet über Kassel. Auch wenn es durchs Ruhrgebiet auch immer erstmal noch so eine Geburt ist, weil man da halt nicht so schnell fahren kann. Warum fährst du in der Mitte? Lass mich doch einfach
Boah, ich hasse solche Leute. Mittelspurschleicher, weißt du? Ja, deswegen fahre ich lieber dann eine Stunde durchs Ruhrgebiet. Und wenn ich dann in Dortmund hinten raus bin auf der B1, dann habe ich die A44, ist das, glaube ich? Ja, genau. 150 Kilometer nur geradeaus. Dann kommst du in Kassel an und dann fahre ich runter auf die ganzen Bundesstraßen bis nach Eisenach. Jo. Auch wenn ich die A44 hasse, denn die ist zweispurig. Aber wir haben heute Sonntag, da sind keine LKWs unterwegs oder sagen wir mal geringfügig. Da musst du dann nicht immer so oft überholen. Tagsüber in der Woche ist die A44 wirklich scheiße. Weil dich lässt keiner rein mit dem Sprinter, weil die müssen ja alle brettern wie die Sau. Und bis du mal zum Überholen immer kommst, ist es scheiße. Du fährst ja keine 180, dass du da auf der linken Spur permanent mithalten kannst. Ne? Das nervt so ein bisschen. Naja, heute ist Sonntag, heute ist die Bahn frei. Jetzt habe ich schon wieder viel zu viel gelabert. Mann, wollen wir mal. Tudel. Und fahre dabei. Oh nein, Hilfe, Hilfe. Ja. Letzte Woche gab es auch keine Videos. Videos? Video. Letzten Sonntag. Weil wir glauben, dass wir das jetzt nur noch alle zwei Wochen machen werden. Ja, schreibt mal ruhig rum. Oh nein, wie könnt ihr nur? Da müsst ihr aber dann mit euren Kritikern sprechen. Angeblich sind unsere Sachen immer viel zu kurz. Oder der ist nicht dabei und der ist nicht dabei. Und schon wieder dasselbe. Also entweder guckt ihr nicht hin oder ihr respektiert das. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so hart sage. Aber Ende vom Lied ist jetzt, dass wir es, glaube ich, alle zwei Wochen machen werden. Damit wir dann eben nicht nur 15 Minuten haben, sondern dann 20 Minuten Sendezeit. Haha, toll, naja. Verschafft uns aber auch mehr Freiraum in Sachen Aufnehmen, was das alles ein bisschen leichter macht.
Aber ich habe jetzt auch kein Problem damit, wenn ich jetzt einen Tag mich damit beschäftige, euch was zu liefern kann. Funktioniert aber nicht immer. Und dann ist auf einmal die Woche schon wieder vorbei und dann stehen wir da. Dann haben wir nichts. Und deswegen sagen wir, okay, dann machen wir das eben alle zwei Wochen. Wir probieren das jetzt aus. Vielleicht ist auch mal das ein oder andere Video dann mit dabei, dass es auf einmal schon wieder jede Woche ist. Aber generell machen wir das jetzt so, dass es offiziell alle zwei Wochen ist. Ich denke mal, das schaffen wir ja. Ja. So, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr. Aber es bringt ja alles nichts. So, ich habe jetzt mein Handy weggelegt. Der Regen hört immer noch nicht auf. Kannst mich an. Aufräumen könnte ich auch mal. Unterschrift haben wir, ausgeladen haben es die Paletten auch. Erst haben sie mich ewig warten lassen, dann ging es ganz schnell. War ich leider nicht so schnell, eine neue Position für die Kamera zu finden. Ja, müssen wir schnell einen Schriftkranzler machen. Heute ist der, was ist heute, 29. Heute ist 29. Anrufen. Tim. Schauen wir mal, ob er rangeht oder ob er arbeiten muss. Einen wunderschönen guten Morgen. Du musst bitte in der Olaf-Rotzeit vergieren. Entschuldigung, bist du arbeiten oder bist du noch daheim? Naja, ich bin eh da. Gut, du, ich komme mal so in 20 Minuten vorbei. Ich brauche Pipi. Ja, ich müsste der gerade. Passt. Gut. Gibt's einen Kaffee bestimmt, oder? Naja, klar. Kaffee gibt's immer. Läuft. Wunderbar. Gut, Stone. Bis dann. Okay. Passt. Bitte, dir dabei. Servus. So, Kaffee und AdBlue ist gesichert. Ja, dann rollen wir mal wieder weiter. Meine Chefin habe ich vorhin dann doch irgendwann mal erreicht, beziehungsweise hat sie sich gemeldet, hat mir mitgeteilt, sie ist schon daheim. Da habe ich noch zwei Kundschaften gehabt. Irgendwie mache ich was falsch. Aber egal, sei es ihr gegönnt. Ganz leichter Kollege auf einmal. Ja, die schläft schon ein bisschen. Ich habe jetzt dann mal wieder heim Semmeln geholt. Dann haben wir lecker schmatzig frühstücken. Ich hoffe, ich komme heute dazu, bis hier das Auto sauber zu machen. Das ist ja peinlichst schon fast. Ich wurde schon in der WhatsApp-Gruppe, bin ich schon gehänselt worden, was denn los ist, warum denn mein Auto dreckig ist. Gut dann soweit, Jungs. Da haben wir ja gar nicht mehr so viel. Also die Fahrer sind entweder haben es schon Feierabend oder sind gerade unterwegs. Das
jetzt auch alles gut, das ist immer im Flow. Da können wir ja heute direkt mal zeitigen Feierabend machen. Zu fahren scheint es auch nichts zu geben weiter. Ja, es ist halt, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, es ist momentan aktuell saure Gurkenzeit. Aber ich schätze mal, alle, die irgendwas mit Transport zu tun haben, werden das kennen. Es ist momentan echt trüb. Gut. Ja, sonst fällt mir aktuell nichts ein. Doch, ich habe was gefunden. Was heißt was gefunden? Chris hat mir was gezeigt, geschickt. Ihr kennt doch unser Lied, was meistens läuft bei Fahraufnahmen. Ich finde es ja so geil. Ich mache es euch kurz an. Aber es wird nie verraten, was es ist. Natürlich habe ich hier schlechten Empfang. Tim, 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 tim. Okay, ich mach's nie an. Was ist denn mit dir? Gibt's ja nicht. Pizza. Na, doch nie? Genug rumgekaspert, sind wir jetzt im Ernst des Lebens. Fahren wir nach St. Pölten. Muss den Scheiß unbedingt sauber machen. Mmh, ja, das sieht immer besser aus. Jedes Mal, wenn ich herkomme, schaut das leckerer aus. Leckerer. So, Pippi haben wir auch getankt. Was müssen wir machen? Natürlich wieder schreiben. Schreiben. Wir haben auch gefüllt bei. Ja, ja, ich bin nachfüllen, ich weiß. Das dauert dann immer einen Moment. Da braucht ein bisschen, bis er das erkennt. So, Licht an. Das wegdrücken. Ja, Kennzeichenlicht. Bei 15.666. Gut, ich habe bekommen, dass es in der anderen günstiger ist. Din, din, din. Was kostet da? 94,9. Na, da müssen wir, da wissen wir ja schon, wo wir hinfahren. Na, sehr schön. Gut. Gut so. Jip, 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 jip. Wieder Strom dran. Los geht die wilde Fahrt, Fahrt, Fahrt. Wie ihr merkt, ist meine Laune jetzt dann zwar nicht schlecht, aber langsam ist so ein bisschen die Luft raus bei mir. War jetzt schon ein ganz schön langer Tag. Bin 22.30 Uhr aufgestanden und jetzt ist es 9.36 Uhr. Und jetzt ist Zeit für Feierabend. So, wieder ein bisschen ausgerichtet. Seht ihr mich jetzt besser? Ich verabschiede mich mal an der Stelle für heute. Ich denke mal, sonderlich viel Spektakuläres wird nie passieren. Soweit sind wir ja im Flow. Alles läuft, alle Fahrer sind unterwegs, da wo sie hingehören. Oder im Feierabend gegebenenfalls. Ja. Bis dahin dann. Fürs euch! Jetzt in die Firma laden. Denn wir fahren jetzt wieder nach Jena.
hier noch, wie man sehen kann, in Düsseldorf beim Flughafen ungefähr. Und ja, mal gucken, ne? Ja, kommen die rein. Deutsche Autofahrer wieder. Ah, wir haben gerade in unserer Auf-Achse-Gruppe, die ist natürlich streng geheim, die gibt's gar nicht, haben wir was Neues entdeckt. WhatsApp gibt's sogar über die Lautsprecher im Auto. Passt mal auf. Na? Dann wird's aber an deinem Radio liegen. Aber bei mir ist die Qualität eigentlich recht gut. Wir fachsimpeln gerade über die Qualität. Ja, man muss eigentlich sagen, es ist ganz gut, ey, das ist cool, jetzt braucht man wenigstens nicht mehr das Ding immer so, hä, was hat der gesagt da? Nein, jetzt hört man das über die ganzen Boxen, ist das nicht, boah, geil. Geil. Tägliche Wahnsinn auf deutschen Autobahnen. Meine Fresse, ey. Metern, nehmen Sie die Ausfahrt. Dann. Ja, lass mich schön alle rein, ey. Das war ja sowas von klar, ey. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Ich schmeiß mich hinterm Auto. Ich schieß mir in den Fuß. Doch irgendwie werde ich es schon schaffen. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. So macht das Leben keinen Sinn. Wie mich sowas abfuckt hier, ey. Das darf nicht wahr sein. Ich hasse diese Ladezeiten morgens. Wenn du dann an Köln vorbei musst, leck mich am Arsch, ey. Jetzt habe ich auch noch eine Start-Stopp-Automatik drin. Huppala. Aber hier bewegt sich ja nichts. Mach keinen Scheiß hier. Es geht schon wieder los, es darf doch alles gar nicht wahr sein. Ja, weiter weiß ich nicht. Wow, erstaunliche 30 km/h. Mir weht der Wind hier so durch die Haare. Brauchen Sie noch das Verpackungsmaterial? Ja, habe ich auf dem Auto.
Ja, dann müssen sie das holen. So, erzählt die mir jetzt, was ich hier machen muss, wie mein Job funktioniert. Weißt du? Ich wollte schon raushauen. Ja. Das ist wieder mal ihr typisches Klischee, ne, eines LKW-Fahrers. Kennen sie nicht anders. Wir sind alles nur die Deppen. Wir sind die Deppen. Entschuldigung. Ist nun mal manchmal so, kann man nicht ändern. Egal. So. Wo wollen wir jetzt hin?